Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe ADAC MX Masters Track Check. Mein Name ist Lukas Platt und ich stelle euch heute den Wildkurs hier in Bilstein vor. Ja, der Wildkurs ist einer der ältesten Strecken hier in Deutschland. Der Verein wurde 1951 gegründet. 1958 hat hier bereits der erste EM-Lauf stattgefunden. Ein Jahr später fand dann der erste Grand Prix hier statt. 1981 fand hier das Motocross of Nations sogar statt. Die USA konnten es damals gewinnen und haben ihre Siegesserie damit angefangen. Bilstein galt als einer der schönsten Strecken der Welt. Heute ist er etwas mehr als 1800 Meter lang. Das Besondere hier in Bilstein ist die Oldschool-Streckenführung. Heutzutage wurde sie ein bisschen modernisiert mit verschiedenen Wellensektionen, größeren Sprüngen und Splitlanes, um einfach Überholmöglichkeiten zu eröffnen. Aber jetzt genug mit der Theorie, jetzt nehme ich euch mit auf die Strecke. Ja, wir starten hier den Wildkurs mit einer ganz kurzen Startgerade. Hier ist entscheidend, ein guter Start zu haben, weil es recht eng in die Linkskurve geht, direkt berghoch, gefolgt von der ersten Wellensektion. Hier kann man aus dem Start nicht direkt Doppel-Doppel machen, man muss hier ja rattern. Kurze Gerade geht es direkt in die Rechts, meistens tief ausgefahren im Rennen. Schöne lange Gerade, hier ereignen sich viele Überholmöglichkeiten, gefolgt von der Linkskurve. Hier aus der Linkskurve wichtig, Grip zu suchen, ist meistens gut gewässert. Kleiner Table, links Bergabsprung in die Rechtskurve. Auch wieder ein kleinerer Table, auch ein Stück Bergabpassage in die Rechts, auch meistens viele Rillen, viele Optionen zum Überholen. Hier aus der Links auch wichtig, Grip zu suchen, links rüber zu springen, um hier einfach den Radius zu öffnen, um den großen Step-Up zu springen. Hier wichtig, den Schwung in die Linkskurve mit reinzunehmen, gefolgt von einer kurzen Gerade. Schöner Außenanlieger, hier auch wichtig, Füße früh auf den Rasten zu haben, um möglichst viel Grip aufzubauen. Table, Doppel-Doppel, hier geht es dann auch wieder bergab in die Linkskurve, wo man ziemlich vorsichtig an Gas geben muss, weil es hier oft ziemlich rutschig ist, gefolgt von der Splitlane. Die innere Spur ist meistens die schnellere. Hier geht es wunderschön bergrunter, bevor es hier über den zweiten Mal über die Straße geht. Langer Step Down, der größte Sprung auf der Strecke, gefolgt von der langen Gerade mit zwei Tabeln, den man auch wunderbar querhauen kann hier. Großer Table, kann man auch gute Fotos machen. Geht es auch schon Richtung Ziel, links berghoch. Teilweise echt schwierig mit den Licht-Schatten-Verhältnissen, aber da muss sich jeder Fahrer drauf einstellen. Und hier kommen wir schon am Ziel vorbei. Kurze Gerade, geht es links in die zweite Wellensektion. Hier kann man im Rennen meistens Doppel-Trippel springen. Oder Single-Doppel-Doppel, auch gute Optionen zu überholen. Hier ist die sogenannte Aspi-Kurve, was man aus dem Start nicht machen kann, aber in der ersten Runde oder ab der ersten Runde hier schön Doppel-Doppel springen kann, um einfach ja, ein bisschen Kraft zu sparen und ja, das Momentum mitzunehmen. Ja, jetzt kennt ihr die Strecke. Um hier auf dem Wildkurs gut und schnell über ein Parcours zu fegen, ist es sehr wichtig, viel Grip zu suchen, weil der Untergrund schon recht hart ist mit einer losen Oberfläche oben drauf. Man sollte halt nicht so aggressiv fahren, um einfach hier Fehler zu vermeiden. Ja, das war's mit dem Trackcheck hier in Bilstein. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Racing Action.